Pocket Code ist eine Software, mit der Jugendliche ihre eigenen Apps direkt auf ihren eigenen Handys machen können. Wir haben schon ziemlich viele Erfolge damit gefeiert und wir wollen das in die ganze Welt bringen. Wir haben schon über 40 Sprachen, in denen Pocket Code von Jugendlichen verwendet werden kann. Und jetzt hätten wir eben gern auch eine Version in Arabisch und anderen Sprachen, die von rechts nach links geschrieben werden. Es ist ein absoluter Challenge, eine App zu schreiben, die so komplex ist und gleichzeitig für so viele Sprachen ausgelegt ist und darüber hinaus auch noch benutzerfreundlich ist für Jugendliche, sodass sie sie leicht verwenden können. Die Software wird von ungefähr 500 Freiwilligen aus der ganzen Welt über die letzten 6 Jahre hergestellt. Wir haben schon ungefähr 500.000 Downloads. Es ist freie Open Source Software, es ist ein Non-Profit-Projekt und wir machen das wirklich für die Kinder. أنا أيمن عواد طالب دكتوراه بدرس هون في النمسا. هون أنا البحث المجال البحث تاعي هو لعمل فيتشرز ميزات على البوكت كود في اللغات، ليس فقط اللغات الأجنبية وإنما اللغات اللي هي من اليمين إلى اليسار زي اللغة العربية ولغة الأردو ولغة الفارس. Hello, most of refugees speak right to left language such as Arabic, Urdu, Persian. So we need to internationalize and localize code to be adapted by those people and to support right to left language features. Pocket Code ist eigentlich gedacht worden für die Teenagers und ich persönlich finde das Projekt sehr gut, weil die Kinder können einfach nachdenken, was sie machen und die müssen nicht so fertige Spiele spielen.